Wir haben einen besseren Entfetter gefunden, sozusagen, oder ein besseres System, was auch, glaube ich, wo wir hier die Einzigen sind, die das so verwenden, aber das. In dem Video erzähle ich euch, wie welcher oder wie lange welcher Prozess gedauert hat am Panamera und wo wir dann natürlich nachher mit den Kosten landen. Also rein ins Video. Porsche Panamera GTS in Tiefschwarz Metallic mit über 60.000 Kilometer Waschanlage und ja, Zerkratzbürste von der Waschbox, wie auch immer. Wir schauen uns gerade den Ausgangszustand an, dann könnt ihr sehen, was ich meine und wie der Wagen aussieht. Und dann würde ich sagen, blende ich euch, gehe mal einmal nah und Auto drumherum, wie der dann jetzt nach 60 Stunden aussieht. Und dann schlüsseln wir mal auf, wie lange die einzelnen Prozesse gedauert haben, wie viel Zeit die in Anspruch genommen haben und wo wir dann natürlich preislich am Ende landen werden. Also schauen wir uns erstmal den Ausgangszustand und den jetzt fertigen Zustand an. Let's go! Da habt ihr den Panamera gesehen. Wir haben natürlich alles gemacht, ein Full Detailing, sprich Lack, Felgen, Innenraum, Radhausschalen vorne, Bremssättel, Kunststoff außen, Glas außen, Endrohre. Und hier habe ich mir einen schönen Spickzettel gemacht. Da können wir jetzt mal schauen, wie lange die einzelnen Prozesse gedauert haben. Und ja, wir beginnen natürlich mit dem Waschen, Kneten, Trocknen, Abkleben. So nenne ich das jetzt mal. Ja, also erstmal eine Handwäsche, eine vernünftige, dann wird der Lack geknetet und nach der Handwäsche auch schon mal einmal getrocknet, dann geknetet, dann getrocknet per Druckluft alle Ritzen, Kanten und so weiter, Einstiege, und dann muss der Wagen abgeklebt werden. Dafür habe ich gebraucht circa 4 Stunden. Ja, wir reden jetzt hier von der reinen Arbeitszeit, also Zeiten, wo ich mit Kunden telefoniert habe oder auf Toilette war, die sind hier komplett abgezogen. Die reine Arbeitszeit hier am Fahrzeug. Das ist der erste Step. Also da kann man bei dem Panamera circa 4 Stunden veranschlagen. Dann geht es weiter mit dem Thema Radhaus, Sättel, Endrohre. Ja, wir schauen uns mal an, wie viel bringt das. Der hat hier vorne nur die Plastik-Radhausschalen. Hinten nicht, ein normaler 911er hat er vorne und hinten die Plastikradhausschalen. Hier brauchten wir die dann nur vorne zu reinigen und zu versiegeln. Hat auch einiges gebracht, wie ihr anhand des Fotos sehen könnt. Auch die Sättel, da mussten wir ja ein bisschen länger reinigen, weil der Bremsstaub da einfach festgebacken war wie Sau. Und da mussten wir mehrstufig dran gehen, unter anderem natürlich auch mit Heißdampf, und die werden innen und außen gereinigt. Und dann schlussendlich keramisch versiegelt, ebenso auch die Endrohre. Und für diesen Prozess habe ich mir hier aufgeschrieben 2 Stunden. Ja, klingt ein bisschen wenig, kann auch sein, dass 2,5 waren. Ich weiß es nicht mehr so genau, aber ich habe wirklich jeden Tag
zur Mittagspause die Stunden aufgeschrieben und dann abends auch nochmal von der anderen Tageshälfte die Stunden. Also wir sind ja schon ziemlich genau unterwegs mit den Stunden jetzt. Also 2 Stunden dafür und dann haben wir im Innenraum eine komplette Innenraumreinigung absolviert. Dafür haben wir gebraucht 5 Stunden, inklusive natürlich Leder, Alcantara und so weiter. Fotos blende ich auch euch hier ein vom Alcantara-Lenkrad zum Beispiel. Das sah sehr, sehr abgegriffen aus. Und ja, kann man aber wieder retten. Video dazu könnt ihr euch hier auf dem Kanal auch anschauen, wie man Leder und Alcantara richtig reinigt und pflegt. Ja, 5-stündige Innenraumreinigung, einmal komplett auf links gedreht. Natürlich kann man auch einen Innenraum 10 Stunden machen, aber wir reden jetzt hier mal eher, sagen wir mal, von einer kleinen Innenraumreinigung, so dass wirklich man sagen kann, da ist nichts mehr und alles ist schön clean und wieder sauber und fresh. Das passt so, ja, kann ich euch einblenden oder habt ihr eben schon gesehen, wie der Innenraum aussieht. Pedalerie unten, alles wieder schön gereinigt, alles wieder gut. Auch die ganzen Aschenbecher, falls da was drin war. Alle Ecken, Ritzen, Kanten im Innenraum, da bist du viel mit Stäbchen zugange und dann sind auch mal ruckzuck 5 Stunden natürlich rum. Dann die Felgen, das ist ein großes Thema immer und wir haben ja hier schwarze Hochglanzfelgen, wie ihr sehen könnt, mit silbernem Innenbett. Ja, auch die Felgen haben natürlich schon einige Steinschläge, das ist normal, 60.000 Kilometer, Freunde. Aber guck mal, wie schön die Bremssättel wieder hier funkeln. Und ja, hochglanzschwarze Felgen, wisst ihr, die zerkratzen quasi beim Angucken. Und da machen wir jetzt keine Form der Defektkorrektur, dass wir jetzt hier, du kannst ja eben mit der Hand keine Defektkorrektur großartig machen. Ist ja eh Quatsch. Aber es geht darum, die Felgen, vor allem das Innenbett, richtig clean zu kriegen, alle Teerreste zu entfernen. Und das ist schon mal ein mehrstufiger Prozess. Und natürlich kann man dann sagen, okay, jetzt haben wir die so hart gereinigt, unter anderem mit Säure. Die Oberfläche ist gut für eine Keramikversiegelung vorbereitet. Außen musst du eh mit der Hand einmal polieren, Schwarz-Hochglanz, die ganzen Ecken, das hält ewig auf. Und vorne die Stege mit der Maschine abgefahren, einmal, wie gesagt, damit die wieder Glanz kriegen. Keine Defektkorrektur, feine Kratzer gehen weg, aber ihr wisst, wie Felgen so aussehen nach Waschanlage. Ja, die sind halt ja, ziemlich zerschossen, aber sieht jetzt wieder vernünftig aus. Und ja, innen dann trotzdem nochmal einstufig auch poliert, weil dann wird einfach noch ein bisschen besser, die Oberfläche wird noch besser vorbereitet. Das ist einfach für uns, für den Kopf her wichtig, dass wir da wirklich perfekte Oberfläche haben und nochmal einen schönen Glanz kriegen. Ne, vorher, nachher spricht für sich. Ja, und dann keramisch versiegelt. Und dieser Prozess hat an diesen 4 Felgen 9 Stunden gedauert. 9 Stunden hat der Spaß gedauert. Aber dann sehen die wieder vernünftig aus. Und die Keramik hält auch perfekt. Also 9 Stunden Felgen, das war der zweitlängste Prozess tatsächlich hier an dem Fahrzeug. Und jetzt kommt natürlich der längste, der größte Prozess, der Lack. Der Lack, den haben wir 3-stufig poliert. Wir haben uns mit dem Kunden zusammen für 3 Polierdurchgänge entschieden. Natürlich kriegen wir mit 3 Polierdurchgänge nicht alle Kratzer raus, ist aber auch ein Ziel der Sache. Das hier ist ein Fahrzeug, das wird 30.000 Kilometer mehr circa bewegt. Das heißt, da kommen auch wieder, gerade an den unteren Seiten, wo die Steine entlang flitschen auf der Autobahn und so weiter, da kommen auch wieder tiefe Kratzer rein. Deswegen, Kirche im Dorf lassen, 3 Gänge waren hier gut, um hier das meiste rauszukriegen. Ich blende euch einige vorher, nachher ein, würde ich sagen. Und ja, wie gesagt, viele tiefere müssen dann natürlich auch einfach drin bleiben. Das ist einfach so. Aber wir wollen auch schonend vorgehen. Wir wollen genügend Lack drauf lassen. Denn, wie gesagt, der Wagen wird halt gefahren. So wie es sich gehört für ein Auto. Und deswegen haben wir hier 3 Gänge gemacht. Wir haben einmal einen harten Cut gefahren, einmal einen mittelharten Cut und einen Finishgang. Das waren die 3 Gänge. Und des Weiteren haben wir nicht nur den Lack, sondern natürlich alle Glasflächen rundherum einmal poliert. Denn die sind ja auch keramisch versiegelt worden, deswegen müssen die auch einmal poliert werden, damit da die Oberfläche auch frei ist von allen Anhaftungen und so weiter. Damit die Keramik da einfach gut halten und performen kann. Also Lack und Glas poliert. Glas 1-stufig, Lack 3-stufig.
Dieser Prozess hat gedauert 35 Stunden ungefähr. Also da kann man ungefähr mal rechnen, ja, wie soll man das sagen, 10 Stunden für einen Polierdurchgang, vielleicht 8 bis 9, je nachdem, welchen Gang man gerade fährt. Ne? Cut dauert in der Regel ein bisschen länger als Finish, dann legst du hier und da nochmal einen drauf, dann bist du mal hier und da bei 4 Gängen, weißt ja, wie es ist, musst die ganzen Kanten auch manuell bearbeiten und so weiter. Ja, dann kommst du einfach mal auf 35 Stunden, das geht sehr, sehr schnell. Man unterschätzt das auch. Das geht eigentlich auch schneller bei einem normalen 911er, aber wir haben hier einen Panamera, der hat, meines Wissens, korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege, der hat schon in der Länge eine 5 davor, also 5 Meter oder knapp 5 Meter, der ist über 5, ne? Der ist über 5 Meter, das ist halt wirklich ein sehr, sehr großes Auto. Und deswegen zieht sich das hier ein bisschen hin, was aber nicht schlimm ist, denn wir haben wieder ein sehr schönes Ergebnis, einen schönen Glanz, wie man hier sieht. Also tiefschwarz Metallic ist schon eine coole Farbe vom Porsche. Deswegen, ja, 35 Stunden für den Lack und für die Glasflächen. Dann kommt der letzte Step, nämlich das Entfetten, Entstauben und das Versiegeln des Lacks, der Kunststoffe, der Scheiben und die Restarbeiten. Ja, für diesen Prozess habe ich gebraucht ungefähr 5 Stunden. Wir entfetten ja immer dreimal in einem Zwei-Stufen-System, nicht von Surface übrigens, da sind wir von weg. Wir haben einen besseren Entfetter gefunden, sozusagen, oder ein besseres System, was auch, glaube ich, wo wir hier die Einzigen sind, die das so verwenden, aber das macht die Oberfläche komplett frei, also wirklich. Ja, da musst du auch eine Maske bei anziehen, weil das Zeug stinkt einfach und ist sicherlich nicht gesund. Wie alle Reinigungsmittel, die man meistens so verwendet, wobei wir pH-neutral unterwegs sind, aber beim Entfetten kannst du natürlich nicht mehr pH-neutral unterwegs sein. Also, zweistufig entfettet in drei Steps. Oberfläche komplett freigeblasen, dann die Keramikversiegelung aufgetragen, Surfaces Coat Ultima auf den Lack, Vitro Ultima auf die Scheiben und auch die Kunststoffe natürlich alle keramisch versiegelt außen, auch dann hier so unterm Spoiler da hinten, auch mal hier der Bereich hier, der unterm Spoiler, ja, hier so die ganzen Ecken, weil wenn der Spoiler hier so zum Beispiel, ja, da haben wir da auch mal poliert und versiegelt natürlich, weil da kommt ja auch der Dreck hin, wenn der Spoiler hochgefahren ist. Und wenn du so detailliert vorgehst, dann hält das eben auf und dann bist du nachher bei 5 Stunden inklusive Restarbeiten. Das sind dann die Arbeiten, die ganz zum Schluss kommen. Bedeutet Reifenglanz drauf machen, Scheiben von innen nochmal einmal, wo wir schon eine Innenraumreinigung gemacht haben, nochmal einmal gerade durchsaugen, weil Innenraumreinigung machen wir immer ziemlich am Anfang. Das heißt, wenn das Auto dann hier 5-6 Tage steht, legt sich ja immer wieder noch mal ein bisschen Staub dann wieder ab im Innenraum. Deswegen noch mal einmal kurz durchsaugen, ein bisschen fertig. Und dann sind wir summa summarum bei 60 Stunden angekommen. Hier bei dem schicken Panamera GTS. Die Zeit verging wieder wie im Flug. Und jetzt muss man natürlich mal überlegen, was kostet sowas preislich. Ja? Ach so, hab da noch eine Sache vergessen. Steinschlagschutzfolie hier. Die haben wir entfernt, die originale Steinschlagschutzfolie, und haben die natürlich dann auch erneuert und hier hinten noch ein bisschen verlängert und um die Kante umgelegt. Hast du da eine saubere Geschichte, hast halt nur die eine Kante, die dann aber auch geschützt wird, weil du ja die Keramikversiegelung da drüber streichst. So, und dann kommen wir auf einen Preis von, ja, brauche ich euch nicht zu erzählen, ja, alle, die selbstständig sind, Aufbereiter sind, wie auch immer, dann weißt du, du musst natürlich hier eine 2 davor haben, eine dicke 2 davor haben, damit das auch sich nachher rechnet, was aber trotzdem noch ein fairer Preis ist, würde ich sagen, ne? Wenn man mal vergleicht mit anderen teilweise Handwerkern oder mit den Kfz-Werkstätten, die dreistellige Stundenlöhne haben, wir dümpeln hier so irgendwo bei, ja, um die 50 Euro irgendwo rum, ja, aber so ist es halt in der Aufbereitungsszene. Und wir machen der auch aus Leidenschaft und deswegen sind wir ja froh, wenn Kunden uns solche schicken Autos hier anvertrauen, wir daran arbeiten dürfen, mehrere Tage und alles machen dürfen. Ja, plus natürlich die Arbeitszeit vom Folierer war ungefähr,
damit ich die Folie entfernt habe, ich ja. Der Folierer hat neu geklebt. Sagen wir mal summa summarum. Ja, die ist da auch mit drin, ne, in den Polierarbeiten bei den 35 Stunden. Also kompletter Lack außen. Ja, hast eine dicke 2 davor plus die Kosten vom Folierer. So ist das. Ja, das mal dazu. Mal kurz hier die einzelnen Prozesse aufgeschlüsselt. Habe ich mir morgen noch hier so einen Spickzettel gemacht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. 60 Stunden sind schnell vorbei. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Es gibt ja auch viele, die machen 100 Stunden Detailings. Ne? Wenn du anfängst, Sitze auszubauen, Leder neu zu färben, vielleicht komplette Front in Steinschlagschutzfolie und so weiter, war hier eigentlich auch der Plan, aber der hat schon zu viele Steinschläge. Deswegen müsste der hier irgendwann mal vorne neu lackiert werden. Ist normal bei einem Porsche, ne? Die haben irgendwann Steinschläge, wenn du nicht ab Werk oder ja von Anfang an da eine Steinschlagschutzfolie drauf machst. Aber wir haben noch ein paar ausgetupft. Ja, somit insgesamt kann er sich wieder sehen lassen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare und dann sehen wir uns bald wieder mit dem ein oder anderen Video, hoffentlich, wenn Zeit ist, auch aus der neuen Halle mal. Also haut rein, bis zum nächsten Mal.